Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast zu einem ganz, ganz schnellen Video ohne großartige Vorbereitung. Ihr seht, ich habe wieder die Rollladen runtergelassen, noch besonderes Licht gemacht. Heute gibt es mal etwas, was ich so in der Art noch nie gemacht habe. Heute gibt es ein Unboxing zu einer Uhr, die heute gerade angekommen ist. Und zwar handelt es sich dabei um die Circular Supersport. Ich habe diese Uhr schon im September bestellt und bezahlt. Heute ist sie angekommen und ich habe mir gedacht, ich nutze das einfach mal und mache mal ein echtes, hundertprozentiges Unboxing als Beginn meines Videos One Week on the Wrist, wie ich das immer mache, wenn eine neue Uhr kommt. Und ja, ihr seht schon, ich kriege den Karton gar nicht auf. Muss man also dann tatsächlich aufschneiden und dann geht das. Oh, super. Ja, ich liebe diese Dinger. Ich liebe die, weil... Oh, was haben wir da? Ein Stahlband. Sehr schön. Super. Heißt also, ich werde im Laufe meiner Woche One Week on the Wrist auf das Stahlband wechseln müssen. Und dann haben wir da noch einen lieben Gruß vom Cornelius. Wunderschön. Werde ich mir in aller Ruhe durchlesen. Und mal gucken, ob ich die Box da rausbekomme. Ach, nee, das... ist immer eine Frimmelei. Ich will auch den Außenkarton nicht so gerne kaputt machen, also muss dieser ganze Pack-Kleinkram raus. Und da kommt schon die weiße Zirkularbox zum Vorschein und ich kriege sie immer noch nicht raus. Na, ganz toll. Wisst ihr, ich liebe diesen ganzen Müll, weil der rutscht dann meistens runter, fliegt durch die Gegend. Also ich bin immer froh, wenn ich da nur Packpapier habe und nicht diesen ganzen Kleinkram. Oh, die ist voll schwer. Die Box macht auf mich einen deutlich schwereren Eindruck als die bisherigen Zirkularboxen, die ich in der Hand hatte. Das ist wirklich ungewöhnlich. Okay. So, bevor es jetzt weitergeht, den ganzen Müll wieder zurück. Bevor ich den... Oh, mein Neckknife. Bevor ich den wirklich in der Bude liegen habe, was ich überhaupt nicht mag. So, gut gegangen, nichts passiert. Schnell das Neckknife zusammenstecken, bevor ich mich noch schneide. So, mal gucken, wie es jetzt drin aussieht. Ich bin echt gespannt. Also ich habe mich echt super auf die Uhr gefreut und mit heute geht also auch dann mein One Week on the Wrist Video los. Ich werde einige Sequenzen vom Unboxing vielleicht verwenden, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall bin ich mega gespannt und jetzt geht's. Die Box ist wirklich schwerer als die anderen. Richtig, richtig schwer die Box. Also ich bin überrascht. Ein sehr hochwertiges Kautschukband ist dran, denn hier haben wir die Supersport, das neue, wunderschöne Modell aus dem Hause Circular. Sie macht einen sehr erwachsenen und wirklich großen Eindruck. Für 40 mm ist das schon eine sehr, sehr präsente Uhr. Ich zeige sie euch aber auch noch mal etwas näher, bevor es dann richtig in die One Week on the Wrist geht, wo es noch mehr Aufnahmen zu der Uhr gibt. Hier ist noch die Folie drauf, auf der Vor- und auf der Rückseite. Das werde ich euch aber alles noch entfernen und dann entsprechend ein wunderschönes Video über die Woche zeigen. Ich bin mega begeistert von der Uhr. Ich freue mich wie Bolle, dass sie angekommen ist. Und noch mehr freue ich mich darauf, das One Week on the Wrist Video mit euch zu teilen. Es geht also noch dieses Jahr oder am 1. Januar, also innerhalb der nächsten 14 Tage geht es mit Sicherheit live. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.